Hallo meine Lieben, ich habe mir gedacht, ich mache euch heute mal eine kleine Tarotlegung für den kommenden Neumond. Wir haben am Sonntag, den 26. Februar, einen gewaltigen Neumond im Sternzeichen Fische vor uns. Und ich wollte einfach mal aus dem Tarot wissen, was die geistige Welt uns dazu zu sagen hat, zu den Energien. Er ist deswegen so gewaltig, da er mit einer Sonnenfinsternis zusammenfällt. Die ist allerdings bei uns nicht sichtbar. Aber seine Energie verstärkt sich dadurch, nämlich etwa um das 3- bis 4-fache. Ja? Also die Energie dieses Neumondes jetzt am kommenden Sonntag, vielleicht spüren manche von euch, die sehr sensibel sind, schon ein bisschen die Vorläufer, ja? Die wird lange anhalten. Ich habe mich da ein bisschen informiert drüber. Ich bin jetzt kein Astrologe, muss ich dazu sagen, aber ich interessiere mich natürlich für diese Themen. Und ich habe gelesen, dass man davon ausgeht, dass die Energie dieses Neumondes tatsächlich bis zur Mitte des Jahres anhält. Das heißt, Impulse, die wir jetzt setzen, ja, Dinge, die wir gerne manifestieren möchten, könnten sich aus dieser Energie heraus bis zur Mitte des Jahres tatsächlich realisieren. Ja, und ihr wisst ja, wer meine Legungen kennt, ich befrage immer das Kartendeck. Ja, ich lasse immer Karten herausspringen, intuitiv so viele wie kommen möchten. Und es wollten dieses Mal 3 Karten fallen, und zwar einmal der Ritter der Schwerter, und dann 2 Karten aus der großen Arkana des Tarots, einmal die Mäßigkeit und der Magier. Ich habe euch hier auch noch das Deck hingelegt, umgedreht. An der Unterseite des Decks finden wir den König der Stäbe. Ich mache dann immer eine Meditation über den Karten, auch wenn es hier nicht viele sind. Ja, ich verbinde mich dann mit der geistigen Welt und bitte um Rat und Mithilfe bei der Deutung. Frage dann auch, was möchte die geistige Welt uns mit den Karten jetzt sagen, zum Ausdruck bringen? Und wie können wir diese spezielle Neumondenergie jetzt für uns nutzen? Ja, und es wird alle von euch freuen, die sich jetzt schon Wochen oder manche sogar Monate mit dem Thema, ich sag noch einmal das Wort, loslassen. Wer meine Facebook-Seite kennt, der weiß, dass ich das Wort nicht mag. Ich benutze dafür sein lassen. Ja? Also für all diejenigen unter euch, die jetzt zuschauen und für die das Thema sein lassen. Ja? Etwas oder auch jemanden, der dir nicht mehr gut tut oder eine Situation, die dir nicht länger gut tut, sein lassen möchte, wird von diesem Neumond unglaublich unterstützt. Diese Karten, ja, wenn man sie mal in einem Satz deuten würde, ich sage euch da einfach mal, was mir spontan dazu eingefallen ist, ja, schick den Ritter der Schwerter endlich in die Wüste. Du erhältst die Kraft, die Willenskraft des Magiers, ja, du bist göttlich geführt bei dem Prozess, du wirst später erkennen, für was er gut war in deinem Leben, aber du hast jetzt die Chance, jemanden oder eine Situation, die dir nicht gut tut, die deine Seele nicht nährt, einfach zu verabschieden, ja. Und damit kommst du in die wundervolle Energie des Stabkönigs, nämlich in die Souveränität, ja, in das Selbstvertrauen und endlich in deine innere Kraft. Also das ist die übergeordnete Botschaft, die ich jetzt aufgrund der Karten für euch empfangen habe, für diesen Neumond. Ich möchte sie jetzt trotzdem noch kurz im Einzelnen für euch durchgehen. Ja, also du siehst hier der Ritter der Schwerter, den vielleicht die eine oder der ein oder andere von euch gerne in die Wüste schicken möchte. Ich empfinde es so, dass er oder diese Karte jetzt sinnbildlich steht für jemanden, der in deinem Leben ist oder war, der dich immer wieder aufs Neue verletzt hat.
Ja? Spür mal hinein, ob es eine Situation gibt. Es könnten auch tatsächlich Verhaltens- oder Denkmuster von dir sein. Ja? Auch wenn es jetzt keine Person gibt, die dir jetzt in den Sinn kommt, dann denk drüber nach, ob du vielleicht gefangen bist in einem bestimmten Denk- oder Verhaltensmuster, das du gerne loslassen möchtest. Ja? Also irgendetwas scheint es in deinem Leben zu geben, von dem du dich verabschieden möchtest. Und vielleicht versuchst du das schon längere Zeit und es ist dir nicht gelungen. Oder es ist dir immer mal gelungen, ja, aber nicht dauerhaft. Gerade in den Seelenpartnerprozessen, die Energie momentan, immer wieder dieses Hin und Her. Ja. Man bemüht sich los und sein zu lassen, kommt in seine Kraft und genau dann meldet er oder sie sich wieder. Ja. Und man fällt wieder zurück in alte Muster. Also spür da hinein, ob es für dich etwas gibt, das du gerne verabschieden möchtest aus deinem Leben. Und die Mäßigkeit, eine wundervolle Karte, ja, die hilft dir jetzt in Verbindung mit diesem Neumond dabei. Schau mal, du siehst hier diesen wundervollen Schutzengel, ja, wie er seine Flügel ausbreitet. Stell dir vor, er breitet die Flügel über dich aus. Er sorgt für Balance, ja, er schüttet hier das Wasser in den Kelchen hin und her, um Ausgleich zu finden. Dir wird bewusst, dass dieser ganze Prozess göttlich geführt ist. Ja, du erkennst auch, woran du jetzt vielleicht schon Wochen, manche sogar Monate arbeitest. Ja, daran den Sinn dieser Geschichte in deinem Leben zu erkennen. Gerade in den Seelenpartnerprozessen ist es ja so, dass der andere karmisch vorgesehen in dein Leben kommt, um dir etwas zu zeigen. Und die Mäßigkeit hier an der Stelle hilft dir nochmal Klarheit zu gewinnen. Ja? Dass du diesen Weg, auch wenn er beschwerlich ist oder war, gehen musst, um auf deinem seelischen Entwicklungsweg ein Stück weiter zu kommen. So könnte man es vielleicht am besten beschreiben. Und wo führt es dann hin? Es führt uns in diese wundervolle Energie des Magiers, ja? Und da fiel noch eine große Arcana-Karte, ja? Der Magier, wie du hier schon siehst, der ist in seiner Kraft, ja? Der steht hier, den Stab nach oben zum Himmel gerichtet, mit der Unendlichkeitsschleife über seinem Kopf, ja? Was auch bedeutet, dass dieser Ausgleich zwischen oben und unten sich vollzieht. Dass du Informationen und Hilfe aus der geistigen Welt bekommst, um jetzt Themen loszulassen, die dir nicht länger gut tun. Der Magier, der hat auch sowas, so eine energetische Ausstrahlung von Entschlossenheit, wenn du die Karte anschaust. Ja, der steht hier nicht schwankend oder, wie soll ich es erklären, wenn du ihn anschaust, denkst du, der weiß, was er möchte? Und wie oft hast du vielleicht in der letzten Zeit gedacht, du weißt, was du möchtest und gedacht, du bist stabil, ja, um dich von Dingen, Situationen oder auch Personen zu lösen, die dir nicht gut tun. Und jedes Mal ist es vielleicht so geschehen, dass du wieder in alte Muster zurückgefallen bist. Aber der Neumond jetzt, die Energie dieses Neumondes, hilft dir in diese Selbstsicherheit zu kommen, ja, in diese Entschlossenheit und Willenskraft, die er ausstrahlt. Also eigentlich wundervolle Energien für all diejenigen von euch, die etwas verabschieden möchten aus ihrem Leben. Und ich möchte nicht nur jetzt die Seelenpartnerschaften ansprechen, ja. Es gibt auch viele liebe Menschen, die mir über Facebook schreiben, die zum Beispiel gerne Süchte loswerden wollen, ja. Die vielleicht aufgrund von Problemen, die sie haben, auch in Beziehungen natürlich, zum Beispiel immer wieder emotional essen. Ja, ich bin ja auch Therapeutin für Essstörungen. Ja, ich arbeite mit essgestörten Patienten zusammen mit meinen beiden Pferden. Und gerade dieses emotionale Essen ist ja dieser Ausdruck, dass die Seele nicht genährt ist. Ja, wenn du zum Beispiel isst
ohne körperlich Hunger zu haben, ja, einfach aus dem Grund, dir selbst etwas Gutes zu tun, dann möchtest du ein Loch in dir stopfen, ja, ein emotionales Loch, das du dir selbst noch nicht füllen kannst. Und gerade in den Partnerschaften ist es ja so, dass man sich immer ersehnt, der andere möge einem all diese Erfülltheit und diese Liebe, Wärme und Anerkennung schenken, die man sich manchmal selber noch nicht schenken kann. Aber der Magier hier, der ist von sich erfüllt. Ja? Der ist nicht bedürftig oder im Mangel. Und genauso hier siehst du, der König der Stäbe ist ganz genauso erfüllt von sich. Das heißt, ihr wisst ja, die Karte, die nach dem Mischen und Herausspringen der Karten an der Unterseite des Decks verbleibt, die betrachte ich manchmal so als Gesamtenergie der Legung. Und hier zeigt mir der König der Stäbe noch einmal, du hast jetzt die Chance, in deine Souveränität zu kommen. Schau mal den Stabkönig an, wie er da sitzt. Es ist ein liebevoller König, ja? Es ist nicht der Schwertkönig, ja? Der sehr hart ist. Es ist ein liebevoller König, aber er weiß genau, was er möchte. Deswegen passt er hier wundervoll zum Magier. Er hat seinen Stab ebenso in der Hand, wie der Magier ihn in der Hand hat. Er sitzt da, ist in seiner Kraft. Er weiß genau, was ihm gut tut und eben auch, was ihm nicht gut tut. Ja, ich muss mir noch ein bisschen vor, damit du es auch sehen kannst hier, wie schön er aussieht, ja. Er ist in seiner Kraft, er sitzt hier auf seinem Thron und ruht in sich. Ja, meine Lieben, das war jetzt ein kürzeres Video. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Ich habe vorhin auf Facebook auch einen schriftlichen Post zu den Karten gemacht, falls euch das interessiert. Findet ihr ihn dort, den Link zu meiner Seite und natürlich auch meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn du nämlich eine persönliche Legung möchtest, speziell zu deiner Situation, kannst du die bei mir buchen. Ich habe zurzeit sehr viele Anfragen, deswegen sind die Wartezeiten etwas länger. Aber ich versuche wirklich mein Bestes, dass ihr nicht zu lange auf eure Readings warten müsst. Ja, also schreibt mich einfach an für Informationen. Auch sonst, ich freue mich über alle Kommentare, Nachrichten über Facebook. Ich muss ehrlich gestehen, bei den Kommentaren auf YouTube habe ich manchmal einfach Schwierigkeiten, die zu beantworten am Laptop. Manchmal rutscht mir da eine Antwort zu einem anderen Kommentar. Ich weiß noch nicht warum. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich mag vielleicht gut Tarotkarten lesen können, aber technisch bin ich leider wenig versiert. Ja, bitte seht mir das nach. Also das tut mir ganz leid, wenn jemand eventuell mal einen falschen Kommentar unter seinem eigenen vorfindet. Ich entschuldige mich hierfür. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Nützt den Neumond für euch. Und ich komme wieder mit den Sternzeichenlegungen für den Monat März nächste Woche und natürlich mit dem großen Seelenpartner-Reading für den Monat März. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss!